Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ein rasanter Temperaturanstieg wird uns vom heutigen Samstag auf den morgigen Sonntag bevorstehen. Tief Hubertus bringt deutlich wärmere Luft, sommerlich warme Luft mit bis zu 30 Grad am Sonntag. Man kann sich jetzt kaum vorstellen, aber verantwortlich ist das Tiefdruckgebiet Hubertus. Und wir sehen mal ein Satellitenbild vom gestrigen Freitag, wirklich ein lehrbuchhaftes Tief. Ich zeichne mal die Fronten dazu ein. Wir sehen mit der Kaltfront und dann der Warmfront und hinter dieser Warmfront, die uns am heutigen Samstag überquert. Da kommt dann zum Sonntag die sommerlich warme Luft aus Süden. Gestern lag Hubertus eben noch auf dem Atlantik. Wir sehen hier die britischen Inseln. Und heute wird die Warmfront eben am heutigen Samstag über Deutschland hinwegziehen. Für viele wird sich das gar nicht so stark bemerkbar machen. Denn die Warmfront, die wird überwiegend dichtere Wolken bringen. Wir sehen mal hier am heutigen Samstag, dass sich diese dichteren Wolken ausbreiten werden von Südwesten her. Und Regen bringt diese Warmfront am ehesten nur im westlichen Teil, das heißt so im äußersten Westen, so Richtung Nachmittag. Kann es dann auch ein bisschen so Richtung NRW, später Richtung Niedersachsen, vor allem nach Westen hin etwas regnen. Allzu viel wird es von den Mengen hier auch nicht sein. Sonst weiter nach Osten macht sich das Ganze eher durch so hohe Schleierwolken bemerkbar. Das ist typisch für eine Warmfront, denn bei einer Warmfront kommt die warme Luft zu immer erst in der Höhe, schiebt sich über die kältere Luft und erst hinter der Warmfront, wir sehen es schon im äußersten Südwesten, da kommt dann hinter der Front schon die wärmere Luft an. Das wird aber ganz anders am Sonntag sein. Ich zeige euch mal zwei Karten. Das sind jetzt nochmal die Höchstwerte. Tageshöchstwerte für den heutigen Samstag. Und jetzt schalten wir mal um auf die Höchstwerte für Sonntag. Zack, da wird die Karte rot. Also das wird ein deutlicher Temperaturanstieg. Teilweise um mehr als 10 Grad. Wir schauen uns an, wie es dann am Sonntag aussieht. Und da blicken wir zunächst mal auf die Gewittergefahr. Denn im Vorfeld dieser Kaltfront, die Kaltfront von Tief Hubertus liegt schon westlich von uns. Und da sehen wir ganz gut, dass sich die Gewittergefahr am ehesten im Vorfeld der Kaltfront von Frankreich erstreckt, über Belgien und die Niederlande. Und dann deutet sich an, dass so Richtung Mittag und Nachmittag so ein erstes Gebiet mit Schauern und Gewittern, insbesondere so vom westlichen Niedersachsen, eventuell noch knapp der Niederrhein erreicht, bis nach Schleswig-Holstein zieht. Da kann durchaus auch mal ein einzelnes kräftiges Gewitter bei sein. Allzu viel wird es hier aber wahrscheinlich nicht sein. Dann geht es erneut los Richtung Abend, Spätnachmittag, Abend und in der ersten Nachthälfte über Frankreich, dass sich dort neue Gewitter bilden. Die könnten dann am späten Abend und in der Nacht eventuell in den äußersten Westen hineinziehen. Aber fast alle Modelle deuten an, dass es am Sonntag im Westen noch bis weit in den späten Abend trocken bleibt. Schauen wir uns an, wie das am Sonntag aussieht. Wir können es schnell zusammenfassen. Abgesehen von der geringen Gewittergefahr, die dann im äußersten Westen und Nordwesten besteht, wird es nur ein paar dünne Schleierwolken geben, viel Sonnenschein und es wird richtig warm bis heiß werden. Man kann es sich jetzt kaum vorstellen, aber wir werden die 30-Grad-Marke im Südwesten knacken bzw. knapp überschreiten. Auch ansonsten meistens 25 bis 28 Grad. Etwas angenehmer bleibt es an den Küsten. Ja, der Sommer wird am Sonntag kommen. Wie geht es in der weiteren Woche weiter dann? Am Montag und am Dienstag, da wird uns die Kaltfront erreichen. Die kommt am Montag schon im Westen an, wird den Westen erreichen, schon mit einer Abkühlung, mit einem Temperaturrückgang. Und dann breiten sich einige Schauer, ein paar schauerartige Regenfälle im Tagesverlauf so über die Westhälfte aus. Und im Osten, im Vorfeld der Kaltfront, da können sich auch einzelne Schauer und Gewitter bilden. Man muss sagen, die Wettermodelle fahren eher etwas zurück, verzögern die Kaltfront, haben weniger Aktivität der Kaltfront drin. Also allzu viel Niederschlag ist teilweise gar nicht mehr drin. Und ob es wirklich im Vorfeld dann nach Osten in der Warmluft einzelne Schauer und Gewitter gibt, ist sogar noch ein bisschen fraglich. Lars wird euch morgen hier nochmal genau auf den neuesten Stand bringen. Wir sehen die markanten Temperaturunterschiede. Nochmal bis zu 30 Grad dann schwerpunktmäßig im Osten und im Südosten. Niederbayern, aber auch so Richtung Leipziger Tieflandsbuch, vielleicht auch so Richtung Lausitz, könnten wir die 30 Grad dann am Montag nochmal erreichen, während es nach Westen deutlich kälter ist. Wir schauen auf den Dienstag, da wird es weitergehen. Die Kaltfront wird sich schwer tun, die große Sommerwärme im Osten zu verdrängen. Am Dienstag wahrscheinlich nochmal im Osten, sommerlich warm.
Mehr wird angedeutet von den Wettermodellen, sogar nochmal Richtung äußerster Osten und Südosten, weitgehend trocken. Kaum Gewitterneigung, aber ansonsten breiten sich eben einige Schauer und Gewitter auch wiederum so immer von Südwest nach Nordost zieht das Ganze mit so ein paar Störungen durch. Das heißt, es wird insgesamt eine zähe Angelegenheit im Osten. Hier wird sich wahrscheinlich eben bis Dienstag der Sommer mit weitgehend trockenem Wetter, abgesehen von örtlichen Schauern und Gewittern, sogar weiterhin noch halten. Wie sieht es dann im weiteren Verlauf aus? Wir schauen auf einen Trend für Frankfurt. Es wird sich insgesamt feucht, mildes Wetter durchsetzen in Regenfällen. Da kann es auch durchaus eben mal kälter sein, dass es mal unter 15 Grad gibt, wenn es mal längere Zeit regnet. Ansonsten bewegen wir uns aber oft zwischen 15 und 20 Grad. Aber es wird eben unter Tiefdruckeinfluss geschehen. Es wird landesweit auch immer mal wieder Schauer, örtlich sogar auch Gewitter geben. Diesen Trend für euren Ort könnt ihr auch neu schauen. Kommt immer so gegen 11 Uhr auch neu bei uns auf der Website. Ich verlinke euch das oben in den Infokarten. Da findet ihr die neuesten Trends auch für euren Ort. Natürlich auch viel, viel mehr bei uns auf der Website. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, besonders den Müttern einen schönen Muttertag morgen. Lars wird euch dann morgen hier auf dem Laufenden halten. Macht's gut, bis bald und ciao.